Diesen Mann dürfen wir nur verpixelt zeigen. Florian Wommer wurde abgemahnt. Seine Eltern erheben Urheberrechtsansprüche auf das Aussehen ihres Sohnes. Es ist völlig absurd. Bis die Sache nicht vom Tisch ist, darf ich mein Gesicht nicht mehr in den sozialen Netzwerken zeigen. Tragisch für Wommer. Als Influencer verdiente der junge Mann bislang viel Geld mit seinem Gesicht. Seine Eltern, Björn Wommer und Johanna Fahldorf, beides Abmahnanwälte, fühlen sich aber im Recht. Wir sind die biologischen Urheber unseres Sohnes. Eine Lizenzgebühr für seine Fotos haben wir bis heute nicht gesehen. Hier versucht jemand, Geld zu verdienen mit etwas, das er nicht geschaffen hat. Na, so wie es aussieht, sitzen meine Eltern am längeren Hebel. Und ich kann ja schlecht behaupten, dass ich mich selbst erschaffen habe. Jetzt soll ich meine Bilder für eine Pauschale von 10.000 Euro nachlizenzieren. Das ist eine Frechheit. Dabei geht es nicht nur um die 10 Minuten Geschlechtsverkehr. In unserem Werk stecken 18 Jahre Arbeit. Florian hat sich nun Hilfe bei dem Urheber seines Vaters geholt. Gemeinsam wollen sie mit einer Gegenklage drohen. 10.000 Euro! Auch dieses Bild könnte dann schon bald nicht mehr im Internet zu sehen sein. Wir wollen mit unserer Abmahnung anderen Eltern Mut machen, dass sie sich das holen, was ihnen zusteht.